Herzlich willkommen zu einem weiteren Teamspeak zum Thema Teamspeak einrichten auf mehreren IP-Adressen. Hat den Vorteil, man kann mehrere Teamspeak-Instanzen auf zwei verschiedenen Adressen laufen lassen, die allerdings auf einem einzigen physikalischen Server liegen. So, in unserem vorigen Tutorial haben wir festgelegt, wie machen wir die Grundkonfiguration unseres Servers und wie richten wir eine weitere IP-Adresse ein. Das Ganze ist bitte vorher, man muss davon Kenntnis haben, denn dieses Tutorial baut auf diesen beiden vorherigen Tutorials auf. So, ich würde mal sagen, wir beginnen auch gleich mit der ganzen Sache. Und zwar verbinden wir uns auf unseren Server, der mittlerweile auch schon zwei IP-Adressen hat. In meinem Fall hier ist es einmal die 65 und einmal die 30 am Ende. Und beginnen mit dem Einrichten von mehreren TeamSpeak-Servern. So, zuallererst müssen wir zwei verschiedene User anlegen, eben für diesen TeamSpeak. Das Ganze geht über den Befehl user-add mit dem Parameter --help kann man dann auch festlegen, welche Parameter man mitgeben möchte. In unserem Fall wird es einmal user-add. Nennen wir den ersten User einfach mal Harry. Der bekommt natürlich ein Home-Verzeichnis, das muss erstellt werden, und zwar unter -d/home/Harry. So. Was man hier noch machen sollte, was ich persönlich sehr, sehr sinnvoll halte, man gibt dem User gleich eine Gruppe mit, und zwar die Gruppe Users im Regelfall. Und man kann auch gleich eine Shell festlegen. Die Shell ist das, worüber man arbeitet. Ich empfehle definitiv die Bash, also die Shell mit dem Namen Bash, einfach aus dem Grund. Sie hat einige wunderschöne Funktionen, die man nach einer Zeit nicht mehr missen möchte, unter anderem eben mit der Tab-Taste die Vervollständigung von Namen oder eben das nochmal Aufrufen von älteren Befehlen. Werde ich euch auch gleich zeigen. Auf jeden Fall sollten wir eben die Bash mitgeben. /bin/bash und User angelegt. Zeitgleich können wir gleich den zweiten User anlegen für unseren zweiten TeamSpeak. Den nennen wir jetzt einfach mal Joe. Also Harry und Joe bekommen jeweils einen eigenen TeamSpeak-Server angelegt. Und ja, jetzt müssen natürlich Harry und Joe noch ihre eigenen Passwörter bekommen. Wenn kein Passwort festgelegt ist, ist das immer sehr schlecht. Von daher empfehle ich da einfach mal einen Passwortgenerator, denn ein unsicheres Passwort ist sehr, sehr, sehr schnell knackbar. Und zwar gibt es da unter gudgeon.at einen wunderschönen Passwortgenerator. Link findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung. Und da nehmen wir mal ein 12-zeiliges Passwort. Das sollte dann eigentlich so für Harry und Joe reichen. So. Einmal kopieren. So, das Passwort für den User festzulegen ist sehr einfach, und zwar passwd, username, in dem Fall jetzt einfach mal Harry. Geben Sie ein neues Unix-Passwort ein. Wir haben das Passwort aus dem Browser kopiert mit Rechtsklick kopieren. Hier in der Bash bei Putty oder Kitty muss man nicht Steuerung V eintippen, man macht einfach nur einen Rechtsklick und das Passwort ist eingetragen. So, ihr seht, Passwort, da ist es. Und das Ganze müssen wir jetzt auch noch für unseren werten Joe machen. Also holen wir uns einfach mal ein zweites Passwort. So, zur Sicherheit, das ist dann Joes Passwort. Aber wir persönlich als Root haben den Vorteil, wir können uns... Ja, wir sind Root, wir können alles, wir dürfen alles, wir machen alles. Deswegen werden wir die Passwörter nie brauchen. Aber solltet ihr für Freunde oder Bekannte eben einen weiteren TeamSpeak einrichten, ist es ganz praktisch, wenn die ihren eigenen Zugang bekommen und nicht über Root arbeiten. Denn man weiß nie, was jemand macht, wenn er mal die Macht über den Server hat. Und jeder, der weiß, Macht korrumpiert, von daher aufpassen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt unsere beiden User angelegt. Jetzt müssen wir uns unseren TeamSpeak-Server herunterladen. Das Ganze geht auch sehr einfach, und zwar gehen wir auf teamspeak.com, laden uns dann hier eben unseren Server runter. Wir benötigen, wie gesagt, den Linux-Server, weil wir ein Linux-Betriebssystem haben. Ob 32 oder 64-Bit müsst ihr selbst wissen. Man kann das eigentlich recht einfach rausfinden, indem man auf die Linux-Konsole uname-r eintippt. Dann sieht man hier jetzt in meinem Fall AMD64, das bedeutet, ich brauche den Server hier. Sollte was anderes dastehen, i586 zum Beispiel, benötigt ihr den unteren, den 32-Bit-Server. So, dann akzeptieren wir mal unsere wunderschöne Eule und möchten zum Download. Und dieser Link, das ist der Link, über den ihr euren Server herunterladen könnt. Der wird einmal kopiert und wieder hier eingefügt.
So wie es ausschaut, haben wir ein paar. Ah nein, da läuft es schon. So, unseren TeamSpeak-Server haben wir jetzt, den haben wir jetzt heruntergeladen. Jetzt können wir ihn direkt mal entpacken. Und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder über den Midnight Commander, dass man sagt, okay, man geht jetzt hier in das Verzeichnis rein und entpackt ihn einfach oder kopiert ihn einfach irgendwo hin. Ich persönlich mache es eigentlich, wobei, ja doch, das können wir eigentlich so machen. Also, wir öffnen unsere Midnight Commander und gehen hier in unsere neu heruntergeladene Datei rein. Dann sehen wir hier schon TeamSpeak 3 Server, Linux 64. Da gehen wir auch rein und diese Daten müssen wir jetzt kopieren. Und zwar einmal auf den Benutzer Harry und einmal auf Joe. Das Schöne ist, man Putty oder Kitty unter Windows, man hat eine Mausintegration, das heißt, wir machen einen Rechtsklick auf Dock, halten unsere Taste gedrückt und ziehen die Maus einfach nach unten. Und schon ist alles markiert. So, dann drücken wir die Taste F5 und kopieren den ganzen Spaß einfach mal in Harrys Profil. So, jetzt gehen wir dann in das Profil von Joe. Mit Tab wechselt ihr übrigens hier diese Fenster, das ist, hätte ich vielleicht erst sagen sollen. Und machen den ganzen Spaß nochmal. Wir halten gedrückt, markieren, drücken Taste F5 und kopieren das Ganze mal in Joes Profil. Fertig. Damit ist unser Midnight Commander eigentlich schon beendet. Mit F10 kommen wir wieder raus. Jetzt müssen wir nur noch die Daten, die wir kopiert haben, auch den bestimmten Benutzern zuweisen, dass diese damit arbeiten können. Das geht über chown. chown heißt so viel wie Change Ownership, das heißt wechsel den Besitzer. Die Daten im Profil haben wir mit root kopiert, das heißt, diese Daten gehören dem Benutzer root und ein User darf niemals die Daten von root bearbeiten, es sei denn, wir geben ihm die Rechte dafür. Und das geht, wie gesagt, über chown und zwar sagen wir da, der Benutzer Harry in der Gruppe Users darf die Dateien benutzen in /home und das war mit dieser Auto-Vervollständigung gemeint. Ich tippe hier nur ein H, drücke die Taste Tab und er macht mir automatisch Harry draus. Das ist etwas, was die Bash Shell eben ausmacht, was ich persönlich richtig gut finde. So, das Ganze machen wir auch noch rekursiv. Das heißt, der Ordner Harry gehört dem Benutzer Harry mit allen Unterdateien. So, erledigt. Und das Ganze machen wir jetzt auch nochmal für den User Joe. In der Gruppe Users darf /home/Joe mit rekursiv. So. Jetzt gehören die Daten ihren jeweiligen Besitzern. Weiter im Kontext. Wir wechseln jetzt zuerst zu dem User Harry. So, mit CD, ohne irgendwelche Anhängsel, kommen wir direkt in das Home-Verzeichnis. Und mit ls-lah können wir nachgucken, okay, die Daten gehören dem Benutzer Harry in der Gruppe Users. Und wir haben hier alle unsere Daten drin. So, jetzt müssen wir einmal unseren TeamSpeak-Server starten. So, jetzt bekommen wir unseren Server-Query-Admin-Account und unseren Schlüssel. Beides brauchen wir später, deswegen einmal hier kopieren. Ihr müsst es übrigens nur mit der Maus markieren. Kopieren wird es dann, dann automatisch. Und speichern uns das hier einfach mal ab. Intelligenterweise habe ich jetzt hier mal zweimal den Ordner. Ah, das war glaube ich noch vor dem vorherigen Tutorial. Also, das hier brauchen wir. Das hier brauchen wir nicht mehr. So, also, wir haben hier jetzt unsere Daten reinkopiert, die wir für unseren ersten TeamSpeak-Server benutzen möchten. Den Token könnt ihr euch direkt nochmal kopieren. Den brauchen wir nämlich jetzt. Denn jetzt können wir uns auf unserem ersten Server eigentlich mal einloggen. Momentan hört er auf beide IP-Adressen, also einmal auf die 30, aber auch auf die 75. Also er hört auf beiden IP-Adressen, reagiert er und das wollen wir ja nicht. Wir möchten ja nur, dass er auf einen einzigen, auf eine IP-Adresse reagiert, denn auf der zweiten möchten wir natürlich unseren zweiten Server einrichten. So, den Berechtigungsschlüssel können wir eigentlich gleich mal eingeben, damit wir unser SA haben. Und den Server editieren wir und nennen ihn jetzt einfach mal Harry's TeamSpeak. So, damit sind wir hier eigentlich fertig. Den Server müssen wir jetzt wieder herunterfahren, einmal stoppen und jetzt müssen wir uns die Datenbankdatei herunterladen. Hört sich schwieriger an, als man ist. Wir verbinden uns einfach mit unserem wunderschönen WinSCP da drauf. WinSCP ist ein Programm, mit dem man direkt auf das Dateisystem zugreifen kann, von daher sehr, sehr nützlich. 75. Unsere Login-Daten sind die aus unserem ersten Tutorial natürlich.
Wir könnten hier auch theoretisch unser Zertifikat benutzen, aber bei mir geht es zumindest mit dem Passwort momentan schneller. So, melden wir uns an. Und dann gehen wir jetzt in das Home-Verzeichnis von Harry und holen uns unsere SQLite-Datenbank. Kopieren, überschreiben, genau. So, diese Datenbank müssen wir jetzt bearbeiten. Und da es sich nicht um eine MySQL-Datenbank hält, die handelt, die wir mit PHP MyAdmin bearbeiten können, brauchen wir dafür ein extra Tool. Einfach über Google eintippen SQLite Browser. Ja, wir können es eigentlich mal machen. Haben wir es hier gleich, sqlitebrowser.sourceforge.net, einmal herunterladen und sich dann natürlich freuen. Okay, das ist ein bisschen komisch. Der zweite Link war es, genau, auf den zweiten Link klicken und dann hier eben herunterladen. Das Programm sieht dann später so aus. So, in diesem Programm müssen wir jetzt unsere TS3-Datenbank reinladen. Gehen dann auf Browse Data und in der Tabelle suchen wir uns den Eintrag Bindings. So, hier haben wir dreimal Binding-ID, IP-Adresse und Typ. Ist alles völlig egal, wir müssen nur diese IP-Adresse hier ändern. Und zwar auf die IP-Adresse, auf die unser Server hören soll. Also einmal die 75. Das heißt, später wird Harrys TeamSpeak auf die Nummer 75 hören. So, wir speichern unsere Datenbank und schließen das Ganze wieder und waren jetzt zum ersten Teil eigentlich schon fertig. Jetzt müssen wir diese SQLite-Datenbank natürlich von Harry ersetzen. Jawohl. Und ganz wichtig, wir müssen die Benutzereigenschaften wieder setzen, dass diese Datenbank auch Harry gehört. Ansonsten kann später der TeamSpeak damit nicht betrieben werden. Gruppe Users, Eigentümer Harry, okay, passt, fertig, das war's schon. Jetzt könnten wir den Server nochmal starten. Na, TS3 Server Startskript Start. Und mal probieren, ob wir jetzt über die 30 auf Harrys TeamSpeak kommen. Über die 75 funktioniert's. Und über die 30 funktioniert es nicht mehr. Genau das wollten wir erreichen. Harrys TeamSpeak ist jetzt nur noch auf eine einzige IP gebunden. Die zweite IP ist somit frei. Gut, den Server fahren wir jetzt wieder runter. Denn wenn wir jetzt unseren zweiten Server einrichten, wird er am Anfang natürlich auch auf beide IP-Adressen hören, bis wir ihn limitieren. So, dann sind wir hier bei Harry vorerst mal fertig. Und wir tun uns jetzt bei Joe einloggen. So, wieder CD. Und wir müssen den Server einmal starten. Und wieder einmal, wie kommen wir genau? Einmal unseren Server-Account und einmal unser Passwort. Beziehungsweise einmal unseren Server-Account, einmal unseren Token. Das können wir eigentlich in die Datei hier mit reinwerfen. Sagen halt einfach nur, Joe hat diese Daten. So. Server läuft. Jetzt können wir uns natürlich wieder auf beiden IP-Adressen einloggen. Wir möchten aber egal gleich auf die 30, holen uns dann unseren Token, tragen die natürlich gleich ein. So, und nennen den Server hier gleich mal Joe's TeamSpeak. So, jetzt haben wir Joe's und Harry's TeamSpeak. Jetzt müssen wir nur noch beide gleichzeitig laufen lassen. Das heißt, wir loggen uns hier wieder aus, machen hier zu, stoppen den Server wieder. Und machen das gleiche wie bei Harry's TeamSpeak. Wir laden uns einmal die Datenbank herunter. Ja, möchten wir überschreiben. Wir möchten ja Joe's und nicht Harry's Datenbank bearbeiten. So, öffnen das Ganze wieder, gehen wieder auf Bindings und tragen dieses Mal hier die IP von Joe ein. Oh, nein, 30. So, das Ganze kann man hier wieder einmal kopieren. Einfügen und einfügen. So, speichern und die Datei zurückkopieren.
wieder überschreiben und ganz wichtig, wieder die Berechtigungen setzen. Gruppe Users Eigentümer Joe. So, damit hätten wir jetzt auch Joes TeamSpeak eingerichtet. Und jetzt müssen wir beide Server starten. Einmal unter dem Benutzer Joe. So, jetzt gehen wir mit Exit hier raus, machen Sue Harry und sagen hier auch SH, oh, können wir eigentlich mal nach oben drücken und seit jetzt den Befehl aufrufen, Start. So, beides Mal haben wir die Meldung gekriegt, TeamSpeak 3 Server startet, das heißt, es sollte keine Probleme geben und das können wir jetzt auch mal nachprüfen. So, auf 30 müsste jetzt Joe's TeamSpeak sein. Ja, Joe's TeamSpeak. Und auf der, oh, machen wir es doch mal anders, auf der 75 müsste jetzt Harry's TeamSpeak sein. Okay, aus irgendeinem Grund haben wir jetzt hat Harry's TeamSpeak nicht gestartet. Aber ist kein Problem, können wir direkt mal nachgucken. So, das letzte Logfile war 1555, 1558. Das hier ist das letzte Logfile. So. Gut, also, er sagt uns hier... Oh, pardon. Ah, wir haben keinen gültigen Lizenzkey und deswegen verweigert unser zweiter Server den Start. Ja, das ist ein kleines Problem. Wir bräuchten jetzt theoretisch eine zweite NPL-Lizenz, beziehungsweise eine zweite allgemeine Lizenz, dass wir den TeamSpeak-Server auf der zweiten IP-Adresse auch betreiben können. Ja, leider habe ich keine NPL-Lizenzen da, aber wie gesagt, ihr braucht dann zwei Non-Profit-Lizenzen. Die kopiert ihr in euer Stammverzeichnis und dann könnt ihr beide Server auch hochfahren und sie können auch funktionieren. Wobei mich das ein bisschen wundert, denn eigentlich sollte er den zweiten Server gar nicht sehen. Aber gut. Wir können jetzt uns jetzt etwas anderes widmen. Und zwar, wir könnten nochmal die Datenbank durchgucken, ob das wirklich daran liegt. Harry's TeamSpeak fährt nicht hoch. Schauen wir ihn uns nochmal an. So, und die IP, das Binding stimmt. Ich mache mal kurz Pause. So, ich habe jetzt mal zwei Non-Profit-Licenses von meinem Server runtergeladen und zu Testzwecken eben jetzt hier in meine anderen TeamSpeaks rein, unsere Test-TeamSpeaks rein kopiert. Jetzt können wir mal probieren, um beide Server zu starten. So, loggen wir uns nochmal ein und wenden uns zuerst dem User Joe zu, weil dessen TeamSpeak läuft noch, den müssen wir jetzt einfach einmal restarten. Na? Na? Einmal stoppen. Einmal starten. So, das Ganze geht jetzt nochmal bei dem User Harry. Bei dem müssen wir nur starten. So. Sehen wir jetzt mal in unsere Logdateien rein. Die letzte ist die hier.
So, Listening On. Das heißt, er funktioniert. Mit zwei Non-Profit-Lizenzen sollten wir jetzt auch in der Lage sein, beide Teamspeak-Server am Laufen zu halten. Hier, wie gesagt, Joes Teamspeak ist schon da. Probieren wir hier jetzt nochmal Harrys Teamspeak auf der 75. Siehe da, funktioniert. Mit zwei Non-Profit-Lizenzen kann man also zwei Teamspeak-Server unter einer IP-Adresse betreiben. Allerdings, zwei Teamspeak-Server unter zwei IP-Adressen auf einem Server betreiben. Aber Vorsicht! Non-Profit-Lizenzen heißt, dass eine Lizenz an eine Person geht und an eine Organisation. Ihr könnt nicht als einfache Privatperson euch zwei Non-Profit-Lizenzen auf verschiedenen Namen holen. Das ist nicht erlaubt und dann werden eure Server geblacklistet. Auf meinem Server beispielsweise laufen drei Non-Profit-Instanzen. Einmal für IT Native, also für meine Wenigkeit, einmal für Vox Noctem, für ein Webradio und eine für drachenfeuer.de. Das sind ja eine Feuerschauspielgruppe. Das ist ein eigener Verein. Es sind drei völlig unabhängige Instanzen, die jeweils ihre eigene IP-Adresse haben, die allerdings auf einem einzigen physikalischen Server gehostet sind. Das bedeutet, bitte aufpassen, wenn ihr euch zwei NPL-Lizenzen holt. Das Ganze kann tierisch böse in die Hose gehen. So, allerdings mit meinem Tutorial hoffe ich, habe ich euch weitergeholfen, wie ihr unendlich viele Teamspeak-Instanzen auf einem physikalischen Server betreibt, sofern ihr genügend IP-Adressen habt. Ja, ich hoffe, es hat euch geholfen. Für Hinweise, Infos oder andere Anfragen bitte einfach mich kontaktieren. Findet ihr in YouTube genug Möglichkeiten? Tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen ja aus dem Ruder lief. Das mit den Non-Profit-Lizenzen habe ich jetzt auch nicht gewusst, dass man wirklich NPL-Lizenzen braucht, um die Teamspeak-Instanzen zum Laufen zu bringen. Allerdings sollte das kein Problem sein, denn Teamspeak ist recht ja liberal, was die Vergabe von NPL-Lizenzen angibt. Was ihr für eine NPL-Lizenz braucht, ist eigentlich recht einfach. Ihr braucht eine eigene Homepage mit eigener Domain. Das heißt, eine Subdomain wie irgendwas.npage.net wird nicht akzeptiert. Ihr braucht eine eigene Domain, wie zum Beispiel www.it-native.de. Diese eigene Domain müsst ihr auch als E-Mail führen. Das heißt, ihr benötigt eine E-Mail-Adresse, die auf eure Domain passt. Zum Beispiel eben teamspeak@it-native.de. Und dann könnt ihr, wenn ihr eine gute Begründung habt, bei Teamspeak eine NPL-Lizenz anfordern und in 99,9% der Fällen wird ihr auch gewährt. Von daher viel Erfolg damit. Ich hoffe, ihr schafft es, euren Teamspeak damit ein bisschen besser zu betreiben und wir hören uns irgendwann später wieder.